Moin Sono. Stimmt, wir waren hier in dem Fort, ne? Da war was. Hier gab es niemanden mehr oder eine Siedlung. Aber nehmen dürfen wir hier nichts. Können wir uns hinsetzen? Hinsetzen dürfen wir uns. Ist früh ins Bett gehen und früh aufstehen, weißt du doch. Kann sich ja mal ändern. Kann sich ja mal ändern. Vielleicht war die Season so geil, dass du nicht aufhören wolltest. 6 bis 6,5 Stunden, Alter. Da sterbe ich schon, wenn ich deine übliche. Och nö. Das ist ja eigentlich keine Sau. Hallo. Neu hier? Wenn du was zum Handeln hast, kannst du gern mit mir reden. Okay. Ja, okay. Vierhundertfünfzig, das ist gar nicht so wenig. Weißt was? Kriegst du mit das Ding? Das will ich eh nicht benutzen. Die Kronenkrogen, die Leuchtpistole hätte ich gerne. Kadenwerfer, Splittermine. Präzisionsding. Ja, die weg. Die weg. Mit der Automatikpistole. Oh, what? Das ist eine Automatikvariante. Spannend. So, ist mal schon wieder jede Menge Müll los. Splittermine. Und noch irgendwas nicht? Nö. Dance Mütze, Melone, saubere Anzugsschweißer, britische Sturmgasmaske. Nö, die brauchen wir alle noch, denke ich. Von irgendwas jetzt hier unfassbar viel. Red Away haben wir vielleicht ein bisschen viel. Aber mehr als einen können wir da auch nicht, können wir nicht wirklich geben. Ja, also bei 441. Hast du irgendwas Cooles? Impro-Revolver. Nee. Kleidung. Nee. Hilfsmittel. Nee. A-Klammer. Ladung Beton, Dünger, Holz, Stoff, Leder, Schraubenzieher. Nope. 45er Patronen. Tja, dann erleichtern wir dich wohl nur einfach mal um all dein Geld. Entschuldigung? Das ist nah genug, Fremder. Wir sind eine friedliche Farm. Wir wollen keinen Ärger. Aha. Ich will auch Schon keinen gut, Ärger. ich will euch nichts Böses. Ich will auch keinen Ärger. Wenn du das sagst, aber sei gewarnt, wir sind bewaffnet. Wir haben gerade hier einen Also mach strahlenden. keinen Ärger. Ich sag dir, die Landwirtschaft ist nicht einfach. Strahlenden Sturm. Den ganzen Oh, Tag auf dem der Feld, Hintergrund. jeden Tag und ständig muss man auf der Hut sein. Ihr müsst, glaube ich, mal. Die Landwirtschaft ist harte Arbeit. Müsst, glaube ich, mal gießen, wenn ich mir den Boden zu. angucke. Hey, Abernethy. Bist du neu im Commonwealth? Ja, kann man wohl so sagen. Schön, ein neues Gesicht zu sehen. Was ist mit dir? Schon mal daran gedacht, das Land zu bestellen? Was braucht man, um eine Farm aufzubauen? Mein Vater hätte gesagt, dass du drei Dinge brauchst: Land, Wasser? Arbeitskraft und. Wasser brauchst du Du nicht. brauchst Land So sieht zu es hier auch bestellen, aus. steckst die Arbeitskraft eines ganzen Tages hinein und musst lieben, was du tust. Und wer das nicht tut, wird nicht lange überleben. Noch einen Rat. Wenn du eine Farm eröffnest, musst du dich mit den Raidern auseinandersetzen. Warum die viele harte Arbeit, wenn man sich alles mit vorgehaltener Waffe holen kann? Das ist okay. Was ist mit den Minutemen? Wenn du dich uns anschließt, können wir uns gegenseitig bei den Raidern helfen. Was du nicht sagst. Ich dachte, die Minutemen wären alle fort. Wir können Als die die Leute Raider über. das letzte Mal Das finde ich kamen, gut. hat meine Tochter Mary ihnen die Stirn geboten. Jetzt liegt sie hinter dem Haus begraben. Sie war erst Oh, 21 das und ist sie haben schade. sie ohne zu zögern erschossen. Die werden Jetzt im passenden verstehst du, Alter, warum den ich froh bin, Charakter. dass die Minutemen wieder zurück sind. Wenn auch etwas zu spät für meine Mary. Jetzt sind wir hier. Können wir was tun? Ich Stimmt, die kann Raider nicht killen. viel bieten. Aber diese Ja, war Raider, die klar. Mary getötet haben, Ah, das haben auch Medaillon. ihr Medaillon mitgenommen. Es ist schon seit Generationen im Besitz von Connys Familie. Okay. Wenn du es zurückholen könntest.
würdest du uns einen riesigen Gefallen tun. Das heißt, wir können es auch klauen? Weißt du, wo sie herkommen? Ja, ich glaube schon. Einer von ihnen hat Olivia erwähnt, als sie hier waren. Ich vermute, sie haben sich in der alten Erdbasis verkrochen. Da soll das doch Waffen geben, oder? Ich bin ein bisschen sehr verstrahlt gerade. Ich würde einfach noch mal kurz warten, bis der Sturm vorbei ist hier drin. Wo es überhaupt nicht verstrahlt ist, bestimmt. Ich höre immer Skyrim, wenn ich den Stream im Hintergrund laufen lasse. Ja, das war auch ein Sprecher, den man aus Skyrim kennt. Das ist richtig. Den Sprecher kennt man aus Skyrim. Völlig korrekt. Ist nicht mit der Siedlung verbündet. Achso, ja, dann müssen sie das anschließen, dann kann ich sie umbauen. Okay. Wait, aber du hast mir gesagt, ihr habt sie in einem Haus vergraben. Suchst du Arbeit? Wir könnten Hilfe bei der Melonenernte gebrauchen, falls wahrscheinlich du Zeit hast. Ich bezahle dir Kronkorken für jede Melone. Was? Sicher. Ich habe Zeit zum Helfen. Großartig. Es muss nicht sofort sein, sondern wenn du Zeit hast. Für jede Melone? Ich soll einfach die Melonen ernten? Melone. Ganz ehrlich zu sein, Melone, ich fände Melone, es nicht weiter Melone, schlimm, Melone, wenn diese Raider Melone, Marys Schicksal teilen würden. Komm her. Lucy. Bist du hier, um die Kronkorken für deine gesammelten Melonen abzuholen? Wie ist die Bezahlung? Das sind 3 Kronkorken für jede Melone, die du bringst. Möchtest du jetzt deine Bezahlung haben? Oh. Ja, hier, bitte. Großartig, danke für deine Hilfe. Das waren 27 Kronkorken. Wup, wup. Einfach so. Einfach so. Was ist das hier? Gefallen? Ob hier einfach Shit rumliegt. Okay. Ich finde die Waffe leider ein bisschen groß. Ein bisschen unangenehm zu benutzen in dem Sinne. Finde ich die für deutlich angenehmer zum Spielen. Och nö. Oh, oh. Das ist ein Problem. Ich bin hängen geblieben. Alter Falter. Da waren viele auf einmal. Jetzt backstabben uns ja einfach echt die Meyerlux. Schlammbohne. Was ist das denn, eine Schlammbohne? Militärisches Klebeband. Whatever. Und ich habe ein militärisches Klebeband dabei. Ein Buch. Ich wollte eigentlich nachladen. Brauche ich wohl nicht. Er hat auch immer eine harte Party gemacht. Auf dem Alkohol und ein Lagerfeuer. Das hört sich doch krass nach Party an, oder? Da hinten rennt ein Brahmin durchs Wasser. What? Wir gehen, glaube ich, lieber über die Brücke. Das Wasser ist immer so verstrahlt. Jetzt rennt es zurück. Was geht denn ab? Wo will es denn hin? Hallo? Was macht denn ihr hier? Ach, geh doch weg, du blödes Viech. Hey. Was willst du hier? Willst du handeln, mich ausrauben oder nach dem Weg nach Diamond City fragen? Dann lass mal sehen, was du so hast. Oh, ich habe von allem etwas. Zeig mal. Eine Angel habe ich hier schon mal gesehen. Schon mal eine Angel gesehen. Impulsmine würde ich auch lieber nicht benutzen. Molotov Cocktail schon auch mal wieder weg. Was ist denn du so dabei? Automatikpistole, Bleirohr. Ganz viel Impro-Shit. Splittergranate. Jagdgewehr. 10mm Pistole taktisch. Melone. Schutzhelm.
Shaka. Dick Tool. Hm. So richtig spannend ist es nicht, was du dabei hast. Und dein Viech nervt auch ein bisschen. Habe ich den nie gelootet, der hier rumlag? Lol. Hab nur ich das Gefühl, dass das irgendwas Komisches ist? Okay, ich dachte, das wäre so ein Junk-Chat. War es aber wohl nicht. Ja, nicht ins Wasser. Das Wasser ist tödlich. Nein! So, was spielst du denn jetzt eigentlich für ein Bild? Du wolltest doch irgendwie Saboteur oder sowas gehen, oder? Bist du dabei geblieben? Oder nicht? Oh, hier ist ja auch eine Kochstelle. Hab ich noch gar nicht gesehen. Explosive Trap bei Trickster? Stimmt. Das hat sie gesagt. Aber ist Trickster nicht gerade voll kacke? Hatte ich zumindest so gehört. Das ist doch die Crit-Subklasse, ne? Die extra Damage auf Crits und sowas kriegt. Kennst du die Farm, die von Ghoulen bestellt wird? Wahnsinn, oder? Nee, kenne ich nicht. Weiß ich nicht, ob ich die kennenlernen will. Die Farm, die von Ghoulen bestellt wird. I don't know about that. So, so mit dir reden. Warum lässt uns das Institut nicht einfach in Ruhe? Im Moment läuft's nicht so, aber es wird besser werden. Ich habe den Ort gesäubert, an den du mich geschickt hast. Und ich habe einen Funkleitstrahl platziert. Das sind gute Neuigkeiten. Wenn die Leute erstmal ein Zuhause haben, werden sie auch bereit sein, dafür zu kämpfen. Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, oh no. Biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Oh no. Das Assassin. Ach, Trickster war Damage over Time. Wait. Aber... doch, Trickster ist doch dann Damage over Time, oder bin ich doof? Oder, naja, zumindest das eine. Ich glaube, dann habe ich den, zumindest habe ich den damit immer gespielt. Stimmt, Assassin's Train war Trickster, ne? Häufig. Wenn ich jetzt hier... Strukturen... Holz... Treppen. Die suche ich. Kann ich doch jetzt hier so anbauen? Jawohl. Und hochgehen. Nice. Dann haben wir eine zweite Etage. Muss ich jetzt hier nochmal Boden bauen oder kann ich einfach so weiterbauen? Sieht danach, was ich nochmal Boden bauen sollte. Weil die Frage ist, können wir Wände einfach oben drauf platzieren? Nope, Wände snappen nicht. Sollten also eine Uhr runtergefallen. Jawoll. Also zweietagig bauen ist, glaube ich, gar nicht so einfach in dem Spiel. Mhm. Vor allem exaktes Ausrichten ist schwierig. Das fertig. Jetzt hier die Wände. Erstmal den da, weil das der Aufgang ist. Frage ist, was man denn jetzt noch für Wände da rein? Hä? Es geht nach außen? Bist du verwirrt? Okay, warum das immer eine Übereckwand ist, die man nach außen öffnet.
Das ist ja völlig durcheinander. So, jetzt könnten wir... Was gibt's denn hier sonst noch? Oh, das ist eine Tür! LOL! Nicht? Ist nicht eine Tür? Holzwände. Hüttenwand. Ja, ich dachte, es wäre eine Tür. Aber es ist keine Tür. Dammit. Dammit. Die hat nur in einer bestimmten Richtung dran. Aha. Hä? Hä? Ich kann das nicht. Ich kann das nicht hier dazwischen machen. Der Fuck? Aber das geht? Ich bin so verwirrt. Okay, wait a second. Liegt das in der Art Wand? Er war eiskalt in der Wand. Die eine Wand geht da nicht. Krass. Hm. Wir bauen einen Balkon rein. Let's go. Du bist nur so ein bisschen nach außen gestellt. Stelle 100 Werkstattobjekte her. Nice. Das, da kommt das Bauen her. Gab es noch ein Achievement für... So, jetzt brauchen wir so ein Acting. Zum Beispiel für hier. Ah. Und nie wieder zusammen war. Gehen wir gerade mal so auf. Außer, wobei doch, wir könnten sowas noch machen. So. Dann können wir hier noch die normalen Wände benutzen. Die Standardwände. Die irgendwie nicht aus Holz, sondern aus Metall sind, obwohl sie Hüttenwand heißen und Holz und Stahl verbrauchen. Au, oh, wow. Ich erinnere mich gerade daran, dass es hier... dass es da was Weirdes gab. Und wir werden das hier, glaube ich, einlagern müssen. Weil wir müssen hier noch das machen, dass es richtig... richtig abschließt. Geht nur genau eine Variante ran. Und die sind größer. Geht das jetzt noch mit den anderen, die ich eingelagert hatte? Jetzt geht hier nicht dazwischen. Ach, das ist doch Kacke. Ha. Jetzt haben wir vor allem zwei davon. Okay. Das sackt ja Balls. Haben wir eine kleine Wand? Warte, es gibt kleine Wände. Aber die können wir hier nicht ransnappen. Die können wir einfach nur so irgendwo hinsetzen. Wait, wo ist ich denn? Da. Verwerten.
Kann ich jetzt hier irgendwie eine Wand drüber setzen? Ich glaube nicht, ne? So hier dazwischen oder so, um das einfach nur dicht zu machen? Ja, besser als nichts, wa? Never mind. Das ist ein bisschen sehr weit weg. Da muss ich irgendwie mal gerade hinkriegen. Ich glaube, so geht's. Jetzt haben wir natürlich auch ringsrum eine komplett unterschiedliche Höhe von Dach. Ist das mit Action-Tempo, Polymath, umso mehr verschiedene Masteries, mehr Damage und Life etc. Okay. Ist das nicht? Ist das gar nicht mehr das, was ich im Kopf hatte? Ich wundere mich gerade. Ja, da drüben gehst du auch. Wie geht's hier nicht? Das Spiel verarscht mich. Das. So. Frage ist, wollen wir hier auch nochmal nach oben durchkommen können? Wahrscheinlich wäre das schon cool, ne? Wenn wir hier nochmal eine Treppe hinkriegen können. Ja, riesig. Gibt es keine Treppen, die halbwegs die Höhe haben? Ja, doch die, ne? So. Jetzt müssen wir die Dächer noch voll machen. Wait, die Breite passt ja gar nicht. Hä? Wie geht das denn? Ich hab doch... Das sind Böden, ich Idiot. Hab ich den Böden da? Platzieren. Wo Dächer haben. No! Lol. Ja, klar, dann ist auch klar, warum es nicht geht. Ich bin ein Vollidiot. So, Dächer. So, jetzt aber hier noch das Hochgehen. Perfekt. Und dann müssen wir jetzt natürlich wieder einen Boden dran machen und hier irgendwie das drüber bauen, klar. Da brauchen wir natürlich jetzt wieder was. Fertighäuser. Oh Gott, ich bin runtergefallen. Wir haben Abflug gemacht. So, in die Richtung geht's nicht. Ja. Hm. Wir die Strukturen doch höher bauen sollen. Ich will gerne hier noch ein Dach drüber machen, so generell. Das ist eigentlich das alles, was ich gerade machen will. Zumindest was aussieht wie ein Dach. So, ist schon mal kleiner der Durchgang. Das ist ein Fundament, oder? Einfach, ja, Hüttenfundament. Oh, hier wäre das gewesen, was wir, glaube ich. Oh. Ja, gut. Dammit. Das wollten wir. Jupp.
Das ist das richtige Gerät. Um hier Sachen aufzubauen. Wir müssen jetzt nur noch kurz ein Dach drüber bauen. Dafür brauchen wir Wände. Mehr so die Standardwände. Und ein Dach brauchen wir auch noch. Nee, nicht Böden. Nicht wieder Böden nehmen, Ben. Nicht Böden nehmen. Böden sind böse. So, kann ich jetzt eine Wand von unten da dran machen? Nee, ne? Ha! Das sackt ein bisschen. Dass ich das nicht so einfach da dran machen kann. Quasi einen Ausguck hier drauf. Danke fürs Snappen. Hat funktioniert. So. Sicher. Geht das manchmal, aber nicht immer. Also soll mir einer erklären, wann das geht und wann nicht. So. Müssen wir noch die Ecke hier machen vielleicht? Das müsste noch bei Wänden sein. Hier gibt es noch eine kleine Ecke, die ein bisschen Cover bietet. Und trotzdem zu ist. Nee, ne? Gibt nur die ganz zu. Oder ganz offene. Ups, nicht runterfallen. So. Wir haben gebaut. Wir haben gebaut. Jemand kann sich von hier sogar ganz gut verteidigen, hat einen Überblick in alle Richtungen. Achso. Da war was, wir haben noch ein Dach vergessen. So, ist da auch ein Dach drüber. Nice. Und sogar mit Balkon. Das ist doch richtig fett. Was ist eigentlich sonstiges? Hüttenbrücke. Balkongeländer. Lagerhaus. Strukturen, Lagerhaus, Fertighäuser. Wait a second. Das sind einfach nur neue Strukturen. Okay. Wie so ein Haus. Stall, Gerüst, Güterwagen, Türen, Zäune, Aufzüge. Wir können Aufzüge bauen? LOL! Geil. Dekoration.
Dekoration Vault. Vault-Statuen. Ja, wir machen Vogelscheuchen im Prinzip. Kettungsmarken brauche ich dafür, ein Sturmfeuerzeug. Achso, weil das jetzt aus meinem persönlichen Vorrat nimmt. So. So. Und Energie muss eigentlich noch so ein Thema Läden. Stimmt, ich sollte vielleicht mal einen Verkäufer hier platzieren, damit ich hier Sachen auf das Dach verkaufen kann. Kann ich den hier oben rein platzieren und sagen, hey, das ist jetzt dein Geld? Dein Bereich? Ah, ich brauche lokale Anführer Rang 2 dafür. Never mind. Wir können keine Läden platzieren. Dort im Flask ist Pathfinder, meinst du vielleicht das? Nee. Ich habe safe mit dem... Was ist ein Essence Drain? Wait. Jetzt gucke ich doch nochmal. Habe ich Path of Building noch drauf? Nein, ich habe Path of Exile. Nein, stop it. Ich will nicht Path of Exile, ich will Path of Building starten. Sono baitet mich. Und es war Saboteur, ist es logischerweise nicht. Shadow. Trickstone. Oder ist das einfach geändert worden? Evasion Rating, Action Speed, Evasion Rating, Frenzy Charges, More Damage for Masteries. Ist das dann doch der Assassin? Critical Strike, More Damage with Hits and Ailments. Poison on Hit, Poison You Inflict. Ha. Huh. Ja, gibt's glaube ich nicht mehr. Ich glaube, das war mal der Trickster. Aber die gibt's einfach nicht mehr. Mit Damage over Time. Das ja überraschend. Take less Damage over Time gibt's nur noch. Ja, also so ewig glaube ich nicht, dass es her ist. Aber stimmt, ich sollte euch mal... als Landwirtschaft kann Arbeit nicht sein. Stimmt, ich sollte euch mal equippen, Jungs, ne? Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Okay. Komm mal her, Brudi. Und zwar... Habe ich noch... Ich habe keine Waffen mehr dabei, die ich irgendjemandem geben könnte. Ups. Aber... Die Schweißerbrille kann ich dir geben, auf jeden Fall. Halt nicht die Schweiß, ich gehe sogar die Sturmgasmaske. Ja, und mehr habe ich leider nicht mehr dabei. Nein! Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Na klar. Ich habe ihm alles genommen. Ich habe ihm alles genommen, hier. Und ich wollte dir gerade die Sturmgasmaske geben. Und. Wo ist. Ne, nicht Schrott. Nicht Mods. Du brauchst Schrotmunition. Ich habe 132 davon. Holy fuck. Also, wir geben ihm bitte aber auch nur so. Sowas. Hab ich jetzt noch irgendeinen anderen Shit von ihm auszusehen genommen? Scheiße. Nope. Gib mir meine Kapitänsmütze wieder. Ja, Rüstung habe ich aber jetzt... Oh, Moment mal. Komm mal her, hey. Dogmeat. Du hast doch noch auf dem Shit. Chanel-Hemd und Jeans. Okay. Flickte blaue Jacke. Gedi ab, Golduhr, Gummijaws. Hier habe ich noch Waffen. Und Rüstungen.
Lake gibt es ja noch einiges. Red Hirschleder. Raiderrüstung, schwarze Weste, Smokings. Ich habe wieder eine Stimpack hier drin. Hat ja gar keinen Sinn. Komm mal her, Brudi. Ich will nur ein bisschen handeln. Schieß los. Da ist die Sachen eh nicht ausgerüstet. Kurze, doppelläufige Schrotflinte, das ist eigentlich okay. Glaube ich, ob ein Impro-Revolver-Gewehr vielleicht cooler ist. Weil das hier hat halt eine Präzision von 16, du triffst halt nie was. Impro-Revolver-Gewehr braucht aber 45er. Gasmaske mit Brille, Hosenträger, Inspektoren-Outfit, Lederrüstung, linker Arm, linkes Bein, rechtes Bein, rechter Arm. Und du musst noch was drunter anziehen. Hosenträger und Hose zum Beispiel. Ach, da geht das wieder nicht. Ach. Was geht denn? Geht eine geflickte blaue Jacke damit? Nee. Flanellhemd und Jeans? Auch nicht. Das wird uns auch ausrüsten. Doch jetzt geht's, hä? Hä? Ich verstehe es nicht. Wann es geht und wann nicht. Jetzt hat jedenfalls ein bisschen Raider-Rüstung an. Und eine Sturmgasmaske. Was ja sinnvoll ist aus meiner Sicht. Achso, Impro-Revolver braucht noch 45er Monen. Da haben wir, glaube ich, genug von. Ja, wie wäre es, wenn du davon mal so 20 hast? Oh. Siehst du mal ganz anders aus, mein Freund. Ein Kupferstecher. Dich haben wir schon ein bisschen gepimpt. Sei lieber vorsichtig. Ich kann Sachen reparieren. Bei Leuten ist das aber schwieriger. Ich will nur ein bisschen handeln. Rechter Arm, rechtes Bein, Harnisch. Rechter Arm, rechter Bein, Harnisch und er hat einen Schutzhelm. Lederrüstung. Hosenträger und Hose. Geht halt echt nicht zusammen, ne? Geht nur der Lederkombi. Die scheiß Hosenträger und Hose. Bündere Outfit, sauberer Anzug, Sturmgasmaske. Geflickte Brille. Der Schutzhelm gibt Schutz 4. Die Sturmgasmaske? 1, aber gegen Radiation halt. Was ist los? Hier draußen. Wait, das ist ein Helm. Doch, du hast den Helm noch auf. Du hast den Helm noch auf. Jo, 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 jo. Waren wir eigentlich schon wieder bei ihr? Geht's ihr gut? Hallo! Für einen Kampf bin ich wohl nicht mehr zu gebrauchen, aber früher nannte man mich Murphy die Wahnsinnige. Hey! Bist du wegen dem dritten Auge hier? Dieses Mal brauche ich Maddox. Das kriege ich hin. Neues Fenster in die Zukunft. Okay.
Ja, hier, bitte. Oh, das fühlt sich großartig an, nicht wahr? Langsam formt sich ein Bild. Du gehst in ein Meer. Aber was dir Angst macht, ist kein Wasser. Es ist etwas Unsichtbares. Radioaktive Strahlung. Es verbrennt alles, was es betritt, aber nein, ich spüre sie. Da sind Menschen. Ah, das Institut meint sie, glaube ich, eigentlich. Singen. Sie können dir den Weg weisen. Mit Menschen, die singen, können wir den Weg weisen? Sind so schwer zu deuten. What? Sei in ihrer Nähe. Ich glaube, das Spiel hat gerade... Oh, jetzt hat es PoE gestartet. Was ist denn falsch mit dir? Wieso dauert es 5 Minuten, das PoE zu starten? The fuck? Ich will nicht Necropolis gucken. Mach zu. Vorsichtig, Kind. Kann nicht. Dachte fast, ich bekomme keine Luft mehr. Mein Herz pocht wie verrückt. Muss mich erstmal ausruhen. Wie wär's, wenn du mit Drogen aufhörst? Hey, was? Ist das falsch? Lass uns ein paar Sachen tauschen. 38er Patrone. Du, der ist nicht mehr ausgerüstet? Du hast keine Muni für deine Waffe. Impro-Pistole, 38er. Impro-Revolver, 45er. Wie heißt, wenn du damit umgehst? Und 45er Ammo nimmst von mir. Moment, muss ich das so machen, dass es die auch ausrüstet und benutzt? Aha. Okay. Du kriegst eine Gasmaske mit Brille. Kriegst nie Glück, will ich behalten. Hier, Kapitänsmütze kannst du haben. Oh, da geht die Gasmaske mit Brille nicht mehr. Ja, dann kannst du die nicht haben. Okay, die Melone dabei. Ah, als ob. Geht alles nicht zusammen. Plünderer-Outfit ist wahrscheinlich besser als das, was du hattest. Wurde das schon hat auch eine Schadensresistenz. Hm. Immer das Plünderer-Outfit wieder weg. Sauberer blauer Anzug, Schweißerbrille, Sturmgasmaske. Ja, hab keine Klamotte mehr für dich. Erzähl lieber nichts über diesen Ort. Muss ich nochmal hier... Komm her! Dogmeat! Hey, hier drüben! Bei Fuß! So, Red, Schraubenschlüssel, schwarze Weste und Hose, Smoking, Frostschutzmittel, Junka, Wein, Whisky. Hm. Verkaufen können wir hier nichts in den Siedlungen, ne? Da haben wir keine Händler. Ich hoffe, du findest deinen Sohn. Ja, was lass uns handeln. Mal? Du hast auch eine Waffe drin, wo die Munition dafür nicht ausgerüstet hast. 38er Patronen. Jetzt hast du unser kleines Sanctuary-Projekt hat geholfen. Da komme ich mal auf andere Gedanken. Wuhu, wait, das ist ja nicht mal mittig. Fuck. Das ist ja völlig daneben. Lagern, ja. Strukturen, Holz. Das hier haben wir. Jetzt haben wir hier auch einen sinnvollen Übergang. Läuft. Brauchen wir eigentlich noch mehr Betten? Oh, wir brauchen Betten. Warum sagt mir da eigentlich keiner was? Der
Dass es keine Türen gibt, finde ich ein bisschen merkwürdig. Schön viele Betten, damit hier noch mehr Leute hinkommen können. So. Schön einmal außenrum. Geil. Jeder auch das richtige, das verkeimte Drecksbett. Weil wer will denn saubere Betten haben? Das ist ja völlig unrealistisch. Die sauberen Betten gibt es hier unten. Aber da ist kein Platz mehr. So, was mir... Wir brauchen mehr Wasser, sagt er mir. Sehe ich gerade noch. Wir werden wahrscheinlich auch mal Generatoren brauchen, wa? Warum kann ich einen kleinen Generator kann ich einfach bauen und großen nicht? Ich bin mit Schrauben und Stahl. Aber der kleine kostet gar nichts. Hä? Hab ich was verpasst? Ach doch, der kostet was. Hat's halt nur noch. Ressourcen. Wasser. Wasseraufbereiter. Benötigt 2 Energie. Wir haben keinen Stahl mehr. Müssen wahrscheinlich mal rumlaufen und Sachen recyceln. Wie zum Beispiel das da für Stahl. So, wo kann man den? Da. Och, wo ist denn der? Warum darf ich den nicht hinbauen? Benötigt 2 Energie, produziert Wasser. Muss ich ins Wasser bauen, oder was? Das habe ich nicht gewusst. Dann, wie viel macht ein kleiner Generator? 3. Dann machen wir wohl weiter pumpen, weil die große Pumpe braucht nämlich 4. So, jetzt haben wir auch wieder genug Wasser. Bräuchte mir theoretisch wahrscheinlich ein bisschen Schutz. Kann ich da oben drauf so ein Schutzding bauen? So ein Wachposten einfach? Ich mach hier hoch. Jo, kann ich. Guck mal einer an. Muss ich halt nur noch einen zuweisen. Aber ich kann hier einen Wachposten hinbauen. Geil! So, wo hat man denn hier noch einen von den neuen Siedlern? Ich wüsste, was das Institut hier oben wirklich wollte. Eine Siedlung hat eine Nachricht geschickt. Sie haben es irgendwie geschafft, einen Supermutantenangriff abzuwehren. Aber sie machen sich Sorgen, dass die Supermutanten mit Verstärkung zurückkommen könnten. Du solltest besser darüber, bevor es zu spät ist. Verteidige Tenpins Bluff. Nicht zugewiesen. Okay, dann weisen wir dich jetzt mal zu. Zur Verteidigung. Diese Ressource ist jetzt zugewiesen. Ah ja. So, ich soll Tenpins Bluff verteidigen, weil die werden von Supermutanten angegriffen. Verteidige Tenpins Bluff ist auch automatisch in der Karte drin. Wait, Tenpins Bluff? Das ist da drüben das Ding gewesen. Roboter Entsorgungsgelände, Yusef Satelliten, Olivia. Oh, gehen wir einfach mal hin, würde ich sagen. Können wir mal hier so in dem Gebiet uns weiter umgucken. Yusef Station Olivia ist eh in der Gegend. Ja, dann müssen wir eh nochmal da rein. Ich gerade zum Polizeirevier in Cambridge zurück.
Also wenn ich überlege, soll ich den Paladin... Okay. Sprich mit Dr. Amari. Weit weg von der Reise zum Haus der Nakamos. Gehe zur Funk, der Funknachricht nach. Merchandise und finde die Karawane. Und Baumarkt nach Farbe. So, ja. Sichere die Werkstatt in Taffington Bootshaus. So, das Museum der Hexerei. Passt, glaube ich, in die Karte. Dann haben wir hier so einen Plan, auch mal darüber zu gehen. Und Dinge zu tun. Wir machen uns auf die Reise nach Osten, würde ich behaupten. Da ich das aber ungern bei Tag mache, penne ich mal eine Runde. Bei Nacht mache, meine ich natürlich. Penne ich mal eine Runde. Mal richtig schön ausgeschlafen starten. Geil, früh um 6. Warum lässt uns das Institut nicht einfach in Ruhe? So, Osten it is. Ja, straight up Osten. Weil ich nicht genau weiß, ob ich einfach hier nach straight Osten laufen kann, weil hier Wasser ist. Schauen wir mal. Jetzt laufe ich nämlich schon nach Nordosten. Hier ist ja schon wieder was. Hier ist ja schon wieder jemand, der beim Angeln verreckt ist. Anscheinend. Oh Gott, ich wollte eigentlich springen. Ich wollte springen, ich wollte springen, ich wollte nicht schwimmen. Ach du Scheiße. Ich hab's verkackt. Ich werde mal kurz hier vielleicht noch ein bisschen right away nehmen. So. Also, dann soll man wahrscheinlich auch noch was futtern. Mutantenhundekeulen. Red minus 50. Wait, what? Das macht Redwag? Mutantenhundekeulen machen Redwag? Redaway? Red minus. Alles klar, geil. Geil, geil, geil. Schlammbonus. So, die habe ich jetzt natürlich alles noch dabei. Wir futtern mal ein Stechflüglerfilet. Zack, zack. Wir sind jagen gegangen. Ohne dass unser Hund irgendwas dazu beigetragen hat, aber wir sind jagen gegangen. Jetzt wollen wir ein bisschen mehr möglichst straight up Osten. Huch! Not, not. Hallo Ricky! Not, not! Ah, da bist du, Sau. Wer ist da? Kann nicht treffen. Servus Ricky, wunderschönen guten Morgen. Na, wie geht's dir? Alles fit? Da ist noch eine Waffe, da ist eine Nuka Cherry. Da ist Kronkorken und ein Wecker. Alles gut bei dir, Ricky? Läuft's? Schönen Feiertag? Muss ich, dachte ich, schon mal rein. Du musst? Was heißt, du musst schon wieder weg, oder was? Oder muss gehen. Ich habe bei mir heute auch einiges vor. Wir kriegen heute nämlich noch Besuch. Ich will noch einen Kuchen backen. Ich will eigentlich noch saugen. Ich will mich noch duschen und rasieren. Und der Besuch kommt um 17.30 Uhr. Muss gehen. Also. Aber auf der anderen Seite freue ich mich ziemlich drauf, weil das wird eigentlich ein cooler... Ich hoffe, es wird ein cooler Tag, weil ich mag den Besuch tatsächlich sehr. Das ist so ein... Das ist jemand von Lumi. Aber der ist so ein bisschen, so, der hat ein ähnlich nerdiges Ding wie ich. Das Einzige, was er
nicht, also was er mag, was ich nicht mag, sind so Reality-Shows, die guckt er dann halt mit Lumi. Dann hast du noch 4 Stunden Zeit, ja, ich weiß. Ich weiß. Wird ein gefüllter Nachmittag, denke ich. Achso, und waschen muss ich auch noch. Das werde ich, glaube ich, dann als erstes mal machen, wenn ich fertig bin mit Stream. Ich habe halt heute völlig verpennt. Ich habe gestern RimWorld gezockt, Ricky. Bis, ich glaube, um 1, weil Lumi das auch wieder spielt gerade. Ja. Und dann habe ich einfach bis ziemlich genau 10 gepennt. Noch ein bisschen gechillt und dann um 11 angefangen mit Stream. Wait, 3,5 Stunden? Wieso habe ich denn 3,5 Stunden bis 17.30 Uhr? Kann ich irgendwie nicht rechnen? Und wir wissen noch nicht, ob er pünktlich kommt. Muss er noch sich melden. Mal davon abgesehen, ist es nicht ganz so schlimm. Es ist niemand, der krass drauf abgeht, wenn es nicht perfekt sauber ist. Was du noch machen willst. Aber jetzt 3,5 Stunden sind doch 15.30 Uhr. Oder habe ich irgendeine Uhr nicht gestellt? Denkt übrigens dran, es ist Zeitumstellung. Ich glaube, vor diese Nacht sogar. Heute sozusagen. Also von heute auf morgen ist Zeitumstellung. Komm mal her, mein Freund. Moment, wir können das so machen. Ja, ich habe nicht getroffen. Ich habe nicht getroffen, ich bin so traurig. Das Riesenvisier ist doch ein bisschen ein Problem. Und dann alles, was du noch machen wirst, bis 17 Uhr. Ja, 1 Stunde weniger heute noch, das ist korrekt. Wir haben einfach 1 Stunde weniger, wobei ich das direkt auf Ostern fallend eigentlich noch ganz okay finde. Ich find's schlimmer, ein Decker-Outfit und eine Lederkombi plus. Hätte einfach eine Schadensresistenz mehr, okay. Nehmen wir mal mit für die ganzen Leute. Die Pistole lassen wir hier liegen. Warum ist das Stehlen? Das war eine fucking Plündererin. Wem gehört denn der Shit hier? Hallo? Schlafsack? Ich bin irritiert. Meine Frau bestimmt Stardew Valley spielen. Habt ihr mit einem neuen Update neu angefangen oder was? Ja, auch Ricky, für dich nochmal. Wir planen am Montag, weil wir sind, glaube ich, morgen wahrscheinlich. Doch, morgen Vormittag bin ich live. Aber am Montag plane ich mit Lumi auf Lumis Kanal. Oh oh. Moment, .tv/Lumidas. Planen wir am Nachmittags relativ lange online zu sein. Und uns zusammen vor die Kamera zu setzen und zusammen Spiele zu spielen. Jeder darf abwechselnd Spiele vorschlagen. Und dann wird das gespielt, solange wir Lust haben. Also mindestens 1 Stunde, wenn wir nicht wehtun. Ich weiß nicht, ob wir das ein bisschen konstant machen, aber man darf dann nach 1 Stunde wechseln und dann darf der andere das Spiel vorschlagen. Das nächste ist die Idee. Falls du nicht im Discord gelesen hast. Und da wollen wir relativ lange machen. Wir wissen nicht genau wie lang, da müssen wir nochmal gucken, aber schon ein Stückchen. Irgendwie schießt das an die falsche Stelle. Oh, die. Ah, du hast es gelesen, gut. Dann ist ja umso besser. Oh, der ist legendär. Credit! Oh, der ist immer nicht dead. Ich habe da eine Frage. Alter, ich wäre fast in Vergiftung gestorben. Die das Vieh mir zugefügt hat. Glück 2 Raider Harnisch. Das ist ziemlich geil.
Am Montag noch eine Abgabe, aber werde bestimmt mal reinschauen. Ja, kannst ja erst gegen Abend oder so kommen. Muss ja nicht. Mir ist nur nicht ganz klar, warum ein legendärer Blutkäfer einen Herrharnisch dabei hat. Das muss mir irgendjemand mal erklären. Ich bin schon vorbeigelaufen, ich Vollidiot. Muss in die Richtung. Du musst Montag was abgeben? Am Ostermontag? Das ist aber ein ungünstiges Timing, sage ich mal so, für Abgabe. Hallo? Ja, ihr rennt immer weg. Ich weiß. Eure ganze Kampfstrategie ist wegrennen. Mach ruhig, wir wollen dich gar nicht jagen. Okay. Mein Hund sieht das wohl anders. Mein Hund will euch wohl jagen.